Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder eine kleine Expedition in das Reich der Aquarellmalerei, was nicht unbedingt mein Kerngebiet ist, aber ich finde das Motiv einfach so schön. Ich habe mich da inspirieren lassen von einem Künstler, den verlinke ich euch unten in der Videobox. Die Künstlerin. Und ja, was braucht man dafür? Wir brauchen natürlich Aquarellfarben und zwar Umbra und Orange als Farben und im Gegensatz zu der Künstlerin verwende ich jetzt kein Gouache, weil das bei mir mal wieder verschwunden ist, sondern ich nehme einen Acrylmarker, einen weißen. Den habe ich übrigens unten verlinkt. Den könnt ihr bei Amazon kaufen. Ich bin mit denen echt super zufrieden. Und einen Tuschestift. Die Tuschestifte habe ich auch unten verlinkt. Die sind auch in Ordnung. Und zwei Aquarellpinsel. Und zwar die vorne so spitz zulaufen, einen etwas größeren, einen kleineren. Und was ganz wichtig ist, das erwähnt die Künstlerin nicht, aber das ist wichtig für den Erfolg, ein raues Papier, also kalt gepresst, weil da die Farben einfach besser verlaufen. So, wir starten mal mit Wasser und wässern jetzt einfach einen Teil unseres Papiers. Es wäre natürlich sinnvoll, ein Stück Papier zu nehmen, das die richtige Größe hat. Aber für den Fall, dass mir das nicht gelingt, werde ich heute gleich mal zwei Versuche ansetzen. Hier also nochmal einen zweiten Vogel. Also Rotkehlchen malen wir heute, habe ich noch nicht gesagt, genau, aber ist ja klar, das habt ihr ja schon gesehen an dem Bildchen von YouTube. So, und jetzt ist das Problem, ich habe es ein paar Mal versucht zu malen schon. Es ist relativ problematisch, genau den richtigen Punkt zu treffen, wann ihr mit dem Malen beginnt, weil die Technik heißt nass in nass. Das heißt, ich male auf einem nassen Untergrund mit einem nassen Pinsel, also mit verdünnter Farbe. Das Problem ist, wenn die Oberfläche zu feucht ist, verläuft euch die Farbe komplett und ihr kriegt ein explodierendes Rotkehlchen. Wenn ihr zu wenig Farbe nehmt, dann habt ihr einen sehr, sehr glatten Rand. Dann sieht das nicht aus wie Federn. Und das Tolle an der Technik ist halt, wenn ihr genau die richtige Wassermenge habt, dann verläuft die Farbe nur ein bisschen und zerfasert so ein bisschen und dann habt ihr so diesen federigen Eindruck von so einem kleinen Vogel. Also was ich jetzt gemerkt habe, was mir hilft, ist, wenn ich das Wasser ganz vorsichtig abtupfe, das mache ich jetzt mal eben, und dann schaut ihr einfach mal von der Seite her, ob noch Wasser läuft. Das sieht man bei Licht relativ gut, jetzt im Video seht ihr das nicht. Bei mir läuft es noch tatsächlich ein bisschen und es ist so ein ganz leichter Schimmer zu erkennen, so ein stumpfer Schimmer, dann ist es perfekt. Also bei mir läuft es noch ein bisschen, das heißt, ich werde es noch ein bisschen abtupfen, ganz, ganz vorsichtig. Das ist ein tolles Motiv, das ihr mal eben zwischendurch malen könnt oder ja, für, keine Ahnung, für Geburtstagskarten, Osterkarten, passt natürlich toll, ne? So, und jetzt fange ich einfach mal an mit dem kleinen Pinsel, nehme ich mir jetzt Umbra. Ob das jetzt Umbra gebrannt oder nicht gebrannt ist, ist aus meiner Sicht egal. Und male jetzt einfach so einen kleinen Bogen. Und da seht ihr schon, wie die Farbe verläuft, ne? Da ist offensichtlich zu viel Wasser. Das wird jetzt ein explodierendes Rotkehlchen. Und unten wird es dünner und oben ist es halt von der Farbe her etwas dunkler und unten heller, deswegen nehme ich unten nicht so viel Farbe und ich lasse den Bereich vom Gesicht und von der Brust frei. Das ist jetzt nicht so schlimm hier oben, das kann ich tatsächlich mit einem Pinsel wieder wegnehmen. Das ist halt nicht wie bei Aquarell, dass ihr da auf Gedeihen Verderben dann das Bild zerstört habt. Auf der rechten Seite hier scheint mir das ein bisschen besser zu sein. Ich gucke jetzt mal. Mit ein bisschen von der dunklen Farbe skizziere ich mir hier schon mal die Flügel ein, damit ich nachher ungefähr weiß, wo die sind. Dann den Pinsel ordentlich sauber machen. Und jetzt arbeiten wir mit Orange weiter. Wenn die Farben da ein bisschen ineinander laufen, das finde ich gar nicht schlecht, sieht gut aus. Ich kann es hier auf der Seite jetzt auch mal machen, aber beim explodierenden Rotkehlchen. Das seht ihr aber schon, dass es einfach nicht so gut aussieht wie da. Ne? Also da müsste oben dunkler sein. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme, aber ich bezweifle es mal so.
So, hier ist so eine kleine Beule praktisch hier oben. Ne? Dann geht es hier rein, wo der Schnabel ist, und dann geht es wieder raus in den Brustbereich. Ich übertreibe das mal ein bisschen, dass ihr es besser sehen könnt. Hier habe ich das auch gemacht. Das lasse ich jetzt trocknen und arbeite dann Schnabel und Auge ein. Das mache ich ein bisschen anders als die Künstlerin. Die hat das alles mit Aquarell gemacht, aber ich denke mal, nicht jeder von euch ist da jetzt so super fit in Aquarell. Von daher gibt es halt eine einfachere Lösung, indem ich einfach diese Acrylmarker und Tuschestifte verwende. Dann habe ich das wirklich in ein paar Minuten fertig. Ja, es ist soweit trocken. Jetzt nehme ich wieder das Umbra, aber diesmal relativ dick. Gebe noch ein bisschen Rot dabei. Und damit werde ich jetzt einen Zweig einfügen. Weil ich das ganz nett finde, wenn das Rotkehlchen auf so einem Zweig sitzt. Den Zweig lasse ich hier auch noch ein bisschen sich verästeln. Und dann mache ich so ein paar ja, Knospen oder was das sind drauf. Das gleiche mache ich hier. Und jetzt nehme ich den Tuschestift, um mich zu orientieren. Das ist nämlich ein bisschen tricky mit dem Auge, damit es richtig nett aussieht. Ich zeichne euch das hier mal ein bisschen größer ein, damit ihr das besser erkennen könnt. Es ist im Prinzip so eine Diagonale im Winkel von ungefähr 15 Grad, dann so ein Halbrund und ein kleineres Halbrund drunter. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein halb geschlossenes Augenlid. Wird natürlich im Video nicht erklärt, deswegen mache ich das für euch. Und der Schnabel zeige ich auch ein bisschen größer. Das ist im Prinzip ein gestrecktes Trapez. Ja, so sieht es aus. So, und weil ich den Stift schon in der Hand habe, kann ich jetzt auch gleich die Beinchen einzeichnen. Und ein Beinchen geht nach vorne. Und dann kann man hier die Krallen, also ich mache es irgendwie zwei Krallen nach vorne, einen nach hinten. Und das hier auch. Aber da bin ich ein bisschen weit weg vom Zweig. Ja, gut, geht gerade eben noch. Das explodierende Rotkehlchen sieht jetzt tatsächlich etwas besser aus. Hier ist das Auge zu groß, da ist es genau richtig. Schnabel sind bei beiden Vögelchen ganz gut. Jetzt kommen noch die Flügelchen, die sind halt ein bisschen dunkler. Das heißt, da arbeite ich mit etwas trockenerem Aquarell. So, jetzt werde ich das Orange noch ein bisschen intensivieren. Ja, das ist für mich so der Nachteil von den Aquarellfarben, dass die halt, wenn sie trocknen, halt ein bisschen verblassen. So, ich denke, das Tierchen ist gelungen, das ist völlig misslungen, aber an den Bildern vorher habt ihr schon gesehen, das gibt keine Gelinggarantie. Da muss man echt ein bisschen rumwursteln. Und jetzt noch ein Trick, ihr habt ja hier so eine harte Kante und hier oben ist es so federig. Und damit diese Kante hier jetzt auch federig wird, geht ihr einfach mit dem Pinsel, mit einem feuchten Pinsel an der Kante nur vorsichtig entlang. Und siehe da, auch hier löst sich die Farbe wieder auf und wird dann so leicht diffuse, dass man halt so einen federigen Eindruck hat. Das Ganze wird jetzt nochmal geföhnt und dann werden wir mit dem weißen Acrylmarker die Glanzlichter noch reinmalen. Ja, hier könnt ihr sehen, dass ein bisschen Wasser ans Auge dran gekommen ist, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Das ist Happy Accident. So, und jetzt nehmen wir den Acrylmarker und dann kommt hier an der Trennlinie zwischen Ober- und Unterschnabel ein heller Strich. Und hier im Auge oben am Lid kommt auch noch so ein heller Punkt. So. Und ja, ich habe mir halt überlegt, das noch ein bisschen aufzupeppen, kann man noch mehr machen, indem ich halt einfach ein bisschen grün nehme und da noch ein paar Blätter ergänze. Es gibt dem Ganzen nochmal was, die Kombination aus Orange und Grün, die sind ja fast komplementär, ist natürlich super. Ja, okay, also ihr seht, ich bin kein geborener Aquarellmaler, aber ich muss ehrlich sagen, das macht einfach mega Spaß, das zu malen. Und von daher, ja, würde ich mir wünschen, vielleicht gebt ihr den Aquarellfarben mal, oder ihr könnt auch natürlich Wasserfarben nehmen, gebt ihr den mal eine Chance und probiert einfach mal.
Es kostet ein bisschen Übung, dass da wirklich ein ansehnliches Ergebnis rauskommt. Aber ich wünsche euch dabei viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.